Wir verlauern heute 26 Kisten und 4 Traversen für Kunden in Mexiko und Kambodscha. Diese gehen dann von Regensburg bis nach Hamburg auf der Donau, Main und Elbe und gehen dann in die großen Seeschiffe, die dann nach Altamira gehen und nach Kambodscha. Die Verladung am Binnenschiff ist nicht so alltäglich, haben wir eigentlich eher selten. Vieles verladen wir über den Tieflader. Aber hier, weil wir so eine große Anzahl haben und bietet sich sehr gut an mit dem Binnenschiff. Und die Zeitschiene lässt es auch zu, bis das dann in Hamburg ist. Also der Partner ist hier Karl Groß, mit dem machen wir auch die Seefracht und der organisiert für uns hier den Vorlauf. Die Kisten sind mit dem Tieflader angeliefert worden und ab hier übernimmt dann Karl Groß und auch zu den Kunden nach Altamira oder Kambodscha. Ja, das Wichtigste ist natürlich die Zeitschiene zu beobachten, ob man die genügende Zeit hat, weil das Schiff da ja brauchte doch seine 14 Tage bis Hamburg. Dann natürlich zu der Jahreszeit, ob die Donau oder die Flüsse vereist sind, muss man natürlich auch beobachten. Das Wetter spielt ja dieses Jahr mit, somit haben wir hier kein Problem. Und die Platzverhältnisse, ob das alles reinpasst, das ist hier alles gegeben. Ba-ba-ba-da-da.